Hi zusammen. Der erste Teil der schriftlichen Prüfung der Fachkräfte für Lagerlogistik für die Prüfung Sommer 2024 ist beendet. Ihr habt es hinter euch gebracht und ich habe die Klausur derweil gelöst und will euch natürlich die Lösung nicht vorenthalten, sodass ihr schon mal schauen könnt, ja, was ihr richtig gemacht habt, was ihr falsch gemacht habt, um euch dazu beruhigen. Ja, für die Leute, die das nicht interessiert und die lieber auf das Ergebnis warten wollen, beziehungsweise ja, abwarten wollen, was sie haben und sich nicht nervös machen wollen. Das ist natürlich auch okay. Dann schaut euch das irgendwann an. Aber für die Leute, die schon mal Lust haben oder Interesse haben, was da hätte hinkommen können oder was vielleicht richtig gewesen wäre, schauen wir uns jetzt an und ich würde sagen, nicht lange schnacken, wir gehen direkt rein. Gut, dann legen wir mal los mit der Prüfung Sommer 2024 LGP für die Fachkräfte für Lagerlogistik. Es waren insgesamt, glaube ich, genau drei Aufgaben insgesamt oder drei Aufgabenstellungen, die wir jetzt oder die ich ganz kurz jetzt erläutern werde, beziehungsweise ich habe es natürlich jetzt gelöst für euch. Vorab gesagt, wenn ihr ein paar Kriterien oder ein paar Punkte hier anders gelöst habt, ja, ist das kein Thema. Dafür gibt es dann natürlich auch Punkte. Wenn ihr es nicht eins zu eins so habt, jetzt außer vielleicht die Rechenaufgaben natürlich, wenn euch da was anderes eingefallen ist zu bestimmten Punkten, kann das natürlich auch richtig sein. Das ist jetzt nicht hier die übelste Musterlösung, die ich hier gebe, ja, sondern da können auch andere Sachen natürlich richtig sein, außer es geht jetzt um Fachlichkeiten oder sowas, dann natürlich nicht. Ansonsten mache ich es wie immer. Ich kann die Klausur jetzt hier nicht zeigen, aber sie liegt vor mir. Ich habe sie gerechnet. Ich erkläre euch nochmal kurz, was ihr in der Aufgabe machen musstet. Und gebe dann die Lösung raus, beziehungsweise meine Lösung hier raus. Und ihr könnt dann nochmal in Gedanken kramen, weil ihr habt ja jetzt natürlich den Bogen nicht. Aber was ihr ungefähr da eingetragen habt und so, könnt ihr dann schauen, ja, ob sich die Lösung mit eurer auch deckt in euren Erinnerungen oder eben nicht. Gut, also Aufgabe 1 gab es 37 Punkte, waren circa 50 Minuten Bearbeitungszeit. Ja, das ist dann immer so eine kleine ja, Hilfestellung für euch, wie viel Zeit ihr so braucht. Und die erste Aufgabe ging um den Wareneingang. Ja, ihr wart da im Wareneingang und ja, die Eltron GmbH hat tägliche Anlieferungen und besetzt da oder plant die Tore und die Termine mit einem Übersichtsplan. Und hier wurde noch gesagt, für die Containerladung werden grundsätzlich 30 € Paletten je Container bereitgestellt. Und die erste Aufgabe war, dass ihr einen Grund erläutern sollte, wer, warum man denn so einen Übersichtsplan, die Termine bzw. die Tore einträgt. Und wenn ihr da geantwortet habt, jo, man braucht vielleicht den Platz zum Planen, man braucht vielleicht eine Übersicht für die Personalplanung, ja, beispielsweise, oder dass man doppelte Belegungen versucht zu vermeiden oder die LKWs da schon mal plant, ja, an welche Tore die ranfahren, dass nicht keine zwei LKWs an die Tore ranfahren, dass sie sich nicht gegenseitig behindern und dass das zeitlich geplant ist. Wenn ihr da sowas ungefähr hingeschrieben habt, habt ihr auf jeden Fall schon mal Punkte geholt. Ja, das war der Einstieg. Damit mal eine andere Aufgabe als nur eine konkrete Warenannahme zu machen. Das war ganz nett. Die 1.2, da hattet ihr die Anlieferung der Firma Flux GmbH für den 23.04.24. Ja, da stand da irgendwie 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, was dann da kommt. Ein LKW-Sattelauflieger, 40-Fuß-Container, LKW. Und wir hatten dann um 7 Uhr kommt ein LKW-Sattelauflieger mit 34 € Paletten, um 8 Uhr ein 40-Fuß-Container und palettierte Ware und um 9 Uhr ein LKW mit 17 Einwegpaletten. Und bei der Aufgabe 1.2.1 hattet ihr jetzt einen Übersichtsplan und ihr solltet die Firma Lux dort eintragen, wann die zu welchem Tor bzw. um welche Zeit die dort entladen können. Hier wäre richtig gewesen, einmal war nur Containerentladung, auf der rechten Seite stand nur die LKW-Entladung, links die Containerentladung hättet ihr richtig gehabt, wenn ihr da Tor 1 gewählt hättet. Um 8 bis 10 Uhr, ja, kommt die Firma Lux da ran, kann ihre Container entladen und rechts die LKW-Entladung. Hättet ihr richtig gehabt, wenn ihr einmal Tor 3 genommen habt, 9 bis 9:45 Uhr und da Lux eingetragen habt. Und bei Tor 5 einmal um 7:30 Uhr bis 8:15 Uhr und 8:15 Uhr bis 9 Uhr. Ja, die zwei Einträge waren untereinander bei Tor 5.
dann hättet ihr hier volle Punktzahl. Tor 5, 2 Einträge. Tor 3, ein Eintrag bei der LKW-Entladung. Und bei der Containerentladung 8 bis 10 Uhr wäre da die richtige Eintragung für die Firma Lux. So, 1 Punkt, 2.1 wäre damit erledigt. Dann solltet ihr bei der dritten Aufgabe, berechnen Sie die Anzahl der bereitzustellenden Europaletten inklusive der zu tauschenden Paletten für alle Anlieferungen der Lux GmbH. So, was musstet ihr da machen? Ganz einfach, das waren einfache Punkte, die ihr da holen konntet. Ja, ich switch mal kurz hier auf, genau, auf den iPad. Na, so, da haben wir's. So, ihr hattet 30 EPAL im Container. Ich mache euch hier mal so eine kleine, ne? Was hätte man rechnen müssen? Ja, 30 EPAL haben wir im Container. Ne, im Container. Plus die 34 EPAL LKW. Das musstet ihr einfach nur zusammenrechnen. Ja, und seid auf bestenfalls auf 64 EPAL hier gekommen. Genau. Also 64 EPAL bei der 122. Da musstet ihr die beiden Sachen einfach nur zusammenrechnen und kommt auf 64 Euro Paletten. Ja, die 1.3 war dann wieder eine etwas neuere Aufgabe. Bei der Warenannahme des Sattelaufliegers wurde bei mehreren Umverpackungen des Artikels Küchenwaage ein Feuchtigkeitsschaden festgestellt und dokumentiert. Und ihr solltet jetzt oder beziehungsweise beschreiben, Sie sollen die Warenkontrolle bei den Küchenwagen durchführen. Erläutern Sie, wie Sie den Inhalt der Feuchtumverpackung auf Brauchbarkeit prüfen und weiter mit der Ware verfahren. So, wenn ihr natürlich hier einen Feuchtigkeitsschaden habt, würde ich erstmal die Umverpackung öffnen. Dann würde ich die Ware auf Beschädigung prüfen und die beschädigte Ware würde ich danach auf eine Sperrfläche oder ein Sperrlager stecken, damit da keiner dran geht. Ja, die müsst ihr dann ja auch wieder zurücksenden, beziehungsweise ja, dokumentieren, dass die Ware dann feucht geworden ist oder dann halt defekt ist oder kaputt ist oder beschädigt ist und die dann separat auf eine Sperrfläche stellen. Ja, das wäre dann so eine Möglichkeit gewesen, wie man hier dann vorgeht. Ne? Also ihr müsst die Dinge auf jeden Fall öffnen und dann schauen, was kaputt gegangen ist. Gut, dann solltet ihr bei der 1.3.2, ja, im weiteren Verlauf der Warenprüfung stellen Sie fest, dass vom Artikel Küchenradio statt 25 Schachteln nur 20 geliefert worden sind. Jetzt war bei der 1.3.2.1 die Frage, ja, welche Art des Mangels hier vorliegt. Und da wir ja hier zu wenig geliefert bekommen haben, ist ein Mangel in der Quantität, also in der Quantität oder in der Menge sozusagen, weil wir ja zu wenig geliefert bekommen haben. Gut, dann solltet ihr Rechte, ja, der Nacherfüllung, die die Eltron GmbH bezüglich des Mangels geltend machen kann. Jo, was kann man da machen? Ja, Recht auf Nachlieferung oder Nachbesserung, ja, dass unser Kunde dann die 5 Stück dann natürlich nachschickt und da hättet ihr recht gehabt, wenn ihr da auf Nachlieferung bestehen, auf Nachbesserung bestehen oder Recht auf Nachlieferung dort eingetragen habt. Das wären dann einfache Punkte gewesen. Dann bei der 1.4 solltet ihr, genau, dass ihr eine Einlagerung im Festplatzsystem, dass so euer Lager strukturiert ist und ihr solltet bei der 1.4.1 angeben, welche Arbeitsschritte ihr im Lagerverwaltungssystem zuerst ausführen müsst, um noch nicht im Sortiment befindliche Ware einlagern zu können. Ja, und das macht ihr einfach so, dass ihr dann entweder die Sachen einscannt, ein Lagerfach, es ist ein Festplatzsystem, dass ihr das Lagerfach, die Ware einem bestimmten Lagerfach zuordnet. Ja, ihr habt ja dann halt bestimmte Waren auf festen Plätzen stehen oder bestimmte Warengruppen auf festen Plätzen stehen im Lager. Ja, dann muss ich die Ware da einordnen,
Lagerfach vielleicht noch anlegen. Und dann muss die Ware da zugewiesen werden. Also auch eine ganz einfache Frage, ja, wenn man wissen oder wenn man wusste, was ein Festplatzsystem ist und dass man die Ware dann dort einfach einbucht und dann den dementsprechenden Fach zuweist. Ja, dann kommen wir zu 1.4.2. Das war die Geschichte mit dem Küchenmesserset. Die Schachteln für dieses Küchenmesserset war angegeben, Länge 25 cm, Breite 15 cm, die Höhe 8 cm und ein Gewicht von 1,8 Kilogramm. Und es werden 300 Stück eingelagert, aber davon sollen 20 Stück für die Qualitätssicherung gesperrt werden. Und da musstet ihr hier eine kleine Tabelle ausfüllen. Ja, einmal die Artikelnummer angeben. Die konntet ihr entnehmen. Ja, Artikelnummer 20-501. Da bekommt ihr dann auch Punkte für, wenn ihr das dann richtig übertragen habt. Dann musstet ihr die 25 cm hier in Millimeter umrechnen. Ja, 25 cm sind dann 250 Millimeter, beziehungsweise die Breite waren dann 150 mm, Höhe 80 mm. Und ein Gewicht in Gramm sind dann jo, 1800, ne, 1,8 Kilogramm sind dann 1800 Gramm. Dann stand rechts davon noch die Wareneingangsmenge, musstet ihr auch nur übernehmen, ja, die 300 Stück. Dann davon frei verfügbar ein Stück, das sind dann 280, weil 20 musstet ihr ja dann für die Qualitätssicherung bereitstellen. Heißt 20 von den 300 abziehen, das heißt, dann hattet ihr 280 frei zur Verfügung. Und davon für die Qualitätssicherung gesperrt waren dann natürlich 20. Ne, das musstet ihr einfach übernehmen und das hat alles Punkte gebracht. Gut, ja, dann kommen wir wieder zu einer Rechenaufgabe bei der 1.5. Da solltet ihr, ne, da hatten wir ja ein Fremdlager. Und dann war die Frage, der Fremdlagerer berechnet 3 Euro pro Europalette je angefangener Woche. Berechnen Sie die Gesamtkosten der Lagerung der Fremdlagerer in Euro. So, das wollen wir uns natürlich auch mal angucken, ja, was man da hätte berechnen müssen. Das wäre die 1.5 gewesen, die ich hier habe. Genau, das waren ja 100 Tage, glaube ich, ne, die Ware dort eingelagert, genau, die bei einem Fremdlager gelagert werden soll. Und wir mussten da erstmal die Wochen bestimmen, ja, weil die haben ja geschrieben, pro Woche müssen wir 3 Euro bezahlen, genau, je angefangener Woche. Das heißt, wir mussten erstmal die 100 Tage in Wochen umwandeln. Das heißt, was mussten wir dann schauen? Ja, wir hatten 100 Tage. Diese 100 Tage müssen wir natürlich durch 7 Tage teilen, damit wir wissen, wie viele Wochen wir haben. Ja, das waren 14,3 Wochen gewesen. Das kann ich natürlich aufrunden, ja, auf 15 Wochen insgesamt. Damit hätte ich ja schon die Wochen gehabt. Ja, das heißt, 15 Wochen sollen sie eingelagert werden. Das sind diese 100 Tage. Und dann sollen 120 € Paletten ja eingelagert werden. So, und das können wir jetzt einfach nebeneinander schreiben. 120 Epal, ja, sollen eingelagert werden. Mal die 15 Wochen. Mal die 3 Euro. Und wenn ihr da ungefähr 5.400 € raus habt, wäre dies richtig gewesen. Bei der 1.5.1, 1.5.2 solltet ihr, genau, da waren Kosten in Höhe von 6.300 € vermerkt. Und jetzt hat sich die Eltron GmbH müssen sich die, genau, mit der Soflex GmbH müssen sie sich diese Kosten teilen. Im Verhältnis 5 zu 2. 2 Eltron, 5 die Soflex GmbH. Und jetzt war gefragt, wie viel Euro darf jetzt für die Eltron GmbH entstehen? 6.300 €. So, das waren 7 Teile, weil 2 Teile waren ja für die Eltron. Und 5 Teile sollten ja für die Soflex sein. Das heißt, wir haben 7 Teile. Es ist ja erstmal interessant, wie viele Teile. Ja.
oder pro Teil, wie viel Euro das sind. Das hätten wir jetzt hier ausgerechnet, das sind 900 Euro. Genau, pro Teil oder pro Verhältnis. So, und diese 900 Euro muss ich jetzt für die Eltron ja einfach, das waren zwei Anteile oder im Verhältnis 5 zu 2, 2 mal 900 Euro. Das heißt, die Eltron hat einen Kostenteil von 1800 Euro hier. Wer jetzt auch noch die Solei ausgerechnet hat oder die Soflex GmbH ausgerechnet hat, auch völlig in Ordnung. Aber jetzt waren hier die 1800 Euro. Und wenn ihr die notiert habt und ausgerechnet habt, wunderbar. Gut, dann geht es weiter ohne Mathe. Genau, jetzt war der Fremdlagerer erstellt für die von ihm eingelagerte Ware einen Lagerschein. Nennen Sie die Aufgabe eines Lagerscheins hinsichtlich der Herausgabe der Güter. Die Aufgabe eines Lagerscheins hinsichtlich der Herausgabe der Güter. Und da wäre völlig in Ordnung gewesen, wenn ihr geschrieben habt, ja, dass ihr gegen Vorlage des Lagerscheins die Ware herausgeben müsst, beziehungsweise der Kunde dann die Ware herausbekommen muss, beziehungsweise herausgegeben oder empfangen kann. Ja, wenn aber der Lagerschein erst vorgezeigt wird, weil das ist ja wie so eine Quittung, beziehungsweise da auch ein Wertpapier für die eingelagerten Waren. Und da schließt sich nämlich auch direkt der nächste Punkt an. Da solltet ihr nämlich bei der 1.5.4 zwei Lagerscheinarten nennen. Es gibt insgesamt drei Lagerscheinarten: ein Namenslagerschein, ein Orderlagerschein oder ein Inhaberlagerschein. Das sind die drei Lagerscheinarten. Und da hättet ihr jetzt zwei angeben können: ne? Den Namen, Inhaberschein, da wo ein Name drauf steht, den Inhaber, Lagerschein, wo nur der Besitzer des Lagerscheins dann zur Herausgabe berechtigt ist, oder ein Orderlagerschein, ja, wenn man es nochmal weiterverkaufen will, kann weiter betragen werden. Ja, das wären die drei Möglichkeiten gewesen. Zwei solltet ihr angeben. Und das, denke ich mal, gab dann auch zwei Punkte oder sowas in der Art. Gut, dann die 1.6. Ja, die 6 gab, glaube ich, insgesamt so 11 Punkte, stand hier drüber. Und da seid ihr jetzt bei der Bestandsverwaltung eingesetzt und für die Inventur zuständig. Und ihr solltet erstmal zwei Merkmale der permanenten Inventur bei der 1.6.1 nennen. Und ja, wäre okay gewesen, wenn ihr jetzt hier geschrieben hättet, weiß ich nicht, ist ja eine körperliche Bestandsaufnahme auf das komplette Jahr verteilt und die Inventur ist hier aufs komplette Jahr verteilt. Das heißt, mindestens einmal im Jahr müssen die Artikel aufgenommen werden, die einzelnen Artikel. Und ihr müsst hier beachten, das ist dann auch ein Merkmal davon, dass ihr natürlich, wenn ihr früher oder während des Jahres natürlich dann den Bestand fortführt, müssen natürlich die Bestände immer fortgeschrieben werden, bis dann natürlich am Ende des Jahres dann einmal die Inventur gemacht werden muss. Und wenn er sie immer permanent macht, ne, da kann man oder hat man gewisse Vorteile von, die aber jetzt dann nicht abgefragt worden sind. Und das wäre völlig okay, wenn ihr das geschrieben hättet. Ja, ihr müsst jetzt alles aufs Jahr verteilt, ihr müsst mindestens einmal im Jahr irgendwas aufgenommen haben und ihr müsst die ganzen Geschichten fortschreiben. Wenn ihr noch was anderes gefunden habt, was ungefähr passt, wäre natürlich auch richtig gewesen. Und das werden dann die Prüfer dann natürlich auch sehen, wenn die eure Klausuren korrigieren. Und dann zählt natürlich auch noch mehr Antwortmöglichkeiten, solange sie dann natürlich richtig sind und dazu passen. Ja, dann hatten wir wieder eine wunderbare Aufgabe. Da solltet ihr mal berechnen den Sollbestand in Stück und die Inventurdifferenz angeben. Kann man auch mal ganz kurz zeigen, wie das dann gemacht wird. Ja, das war dann die 1.6.2.1. Ja, da sollte der Sollbestand für den 22.04. angegeben werden. Wir hatten hier 200 Stück am 1.1. und vom 1.1. bis zum 22.04. hatten wir 820 Zugänge und 535 Abgänge. Und am 22.04. ein Ist-Bestand von 410 Stück. Wunderbar. Dann sollten wir jetzt erstmal den Sollbestand ausrechnen. Ja, und das war dann ja einfach die 200, die wir am 1.1. hatten. Davon müssen wir ja ausgehen. Dann plus die 820
Zugänge, ja, wir liegen ja davor, alles cool, plus die 820 Zugänge, die müssen zugezählt werden und wir müssen die Abgänge. Genau, so, die 535 hier abziehen und ich komme auf 485 Stück hier. Bei der nächsten Aufgabe sollte ich ja die Inventurdifferenz hier rausstellen. Das wäre die 1.6.22 gewesen. Und da habe ich jetzt einfach die 585, die wir gerade als Ist-Bestand rausbekommen, Sollbestand rausbekommen haben, minus der Ist-Bestand von 410. Und dann habe ich eine Inventurdifferenz von 75 Stück hier raus. Wunderbar. Das hätte auch einfache Punkte gegeben. Keine große Mathematik, sondern einfach nur das verwenden, was wir da hatten. Ja, dann solltet ihr bei der nächsten Aufgabe, solltet ihr drei Gründe nennen, wie es zu dieser Inventurdifferenz kommen kann. Ja, da konntet ihr jetzt auch vieles schreiben. Das kann natürlich durch Buchungen sein, die falsch gelaufen sind, dass ich mehr gebucht habe oder minder Buchungen hatte. Dann kann es natürlich sein, dass ein Arbeitskollege oder ein Kollege oder Kollegin was falsch eingelagert hat, ja, vielleicht auch was falsch kommissioniert hat, aus dem falschen Fach irgendwas genommen haben, Diebstahl hätte es sein können und, ja, alles, was zu einer Inventurdifferenz führt, wäre hier richtig gewesen. Ja, ihr solltet drei Stück angeben. Ich glaube, das konnte man ganz gut beantworten. Dann solltet ihr zwei Maßnahmen finden, wie die Inventurdifferenzen zukünftig verringert werden können. Ja, ihr könnt den Mitarbeitern natürlich Schulungen anbieten. Ihr könnt die vielleicht ein bisschen mehr darauf sensibilisieren, dass da ja, nichts falsch läuft. Vielleicht ein Vier-Augen-Prinzip, dass ihr dann da zwei Leute habt, die da drauf gucken. Ne? Dass ihr vielleicht Beschriftungen genauer macht oder das vielleicht nochmal überarbeitet, die Beschriftungen für die Lagerplätze. Dass ihr schaut, wenn ihr viel Diebstahl habt, ne, dass ihr dann halt irgendwie einen Diebstahlschutz einbaut. Weiß ich nicht, schwarze Folie oder sowas. Das hättet ihr jetzt nicht dahin schreiben müssen, sondern nur Diebstahlschutz. Und ja, da wären auch wieder mehrere Möglichkeiten gewesen, die dann halt dazu helfen, die Inventurdifferenzen ja, zu vermeiden. Und dann wären wir schon hier bei Aufgabe 2 der Prüfung. Ja, damit hättet ihr Aufgabe 1 dann schon einmal gelöst. Wie gesagt, Aufgabe 1 gab es insgesamt 37 Punkte für, die hier verteilt worden sind. Die genaue Verteilung kann ich euch natürlich nicht sagen. Das werdet ihr dann sehen. Und ihr habt dafür 50 Minuten Zeit. Ich glaube, das hat auch ganz gut hingehauen, so wie ich das heute gesehen habe bei unseren Prüflingen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. So, die Aufgabe 2, da ging es dann nicht mehr um den Wareneingang, sondern um Kommissionierung. Und hier waren die Lagerzonen A, B und C, die auftragsorientierte serielle Kommissioniermethode angewendet. Und nach dem Pick-Pack-Verfahren kommissioniert. Als Packmittel wurden bislang Pappschachteln eingesetzt. Schon vor 3 Monaten wurde auf Mehrweg-Faltboxen aus Kunststoff umgestellt, die mit Rollgestellen versendet werden. Und dann war die erste Aufgabe, solltet ihr einen Grund für die Umstellung der verwendeten Packmittel von einem Einweg- auf ein Mehrwegsystem dann feststellen. So, ein Grund, da gibt es natürlich jetzt wieder total viele Sachen, die ihr da jetzt hinschreiben können. Beispielsweise, ja, ich habe natürlich einen geringeren Ressourcenverbrauch, den ich dann minimiere. Weiß ich nicht, ich habe geringere Entsorgungskosten, ich tue was für die Umwelt, vielleicht auch für mein Image, ja, für die Kunden. Da wären jetzt alles Mögliche, was dann zu Einweg- und Mehrwegsystemen passt. Ja, die Vorteile vom Mehrwegsystem wären hier möglich gewesen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier für mich, hatte ich jetzt mal hier Ressourcenverbrauch wird minimiert, die Entsorgungskosten werden minimiert. Ja, aber wäre natürlich auch richtig gewesen, wenn ihr irgendwie Image für Kunden oder sowas hingeschrieben hättet oder ja, umweltschonender. Wie auch immer, können mehrfach verwendet werden, senkt die Kosten und. Dann die 2.2, da solltet ihr beschreiben Sie, wie Sie die Kommissionierung im Pickpack-Verfahren durchführen, also was das Pickpack-Verfahren ist. Ja, Pickpack-Verfahren bedeutet, dass ich
die Ware direkt aus dem Regal picke, in die versandfertige, in das versandfertige Packmittel sozusagen gebe, jo, verschließe und direkt dann versende. Das ist das Pickpack-Verfahren. Aus den Regalen holen, direkt in die versandfertige Verpackung kommissionieren und tschüss, weg damit. Das wäre das Pickpack-Verfahren gewesen. Dann solltet ihr eine Anforderung nennen, die erfüllt sein sollte, damit das Pickpack-Verfahren dann funktioniert bzw. sinnvoll ist. Und ja, beispielsweise, dass ihr kundengerecht schon vorverpackt, beispielsweise dann, dass ihr die Auswahl an Packmitteln vorher schon getroffen habt, damit ihr die dann natürlich auch direkt versenden könnt. Ja, das ist mir jetzt eingefallen. Da sind bestimmt auch noch andere Sachen richtig, die ihr da angegeben habt. Hauptsache, ihr habt eine Anforderung gefunden, die ungefähr dazu passt, dass das Pickpack-Verfahren durchgeführt werden kann. Da wäre wahrscheinlich auch richtig gewesen, so Lagerverwaltungssystem muss darauf abgestimmt sein, ja, dass man da die richtigen Aufträge direkt bekommt, dass da nichts schief geht, dass da keine Retouren kommen und und. Dann die 2.4 war wieder eine schöne Tabelle. Da solltet ihr, hattet ihr die drei Kunden, einmal die Meier GmbH, Gebrüder Stahl und die Zimmer AG. Ihr hattet die Kommissioniervolumen in Liter für die Lagerzone B. Dann die benötigten Faltboxen und die benötigte Anzahl an Rollgestellen. Das war schon mit die Meier GmbH war schon vorgegeben mit 6.400 Liter, 128 Faltboxen und 8 Rollgestellen. Und ihr solltet jetzt berechnen, genau, die anderen Daten. Schauen wir uns jetzt auch mal an. Gehen wir mal drauf. Ja, das ist schon die 2.4. Da hattet ihr auch ganz viele Kästchen zum Rechnen angegeben. Musstet ihr jetzt nicht alles ausfüllen, wenn ihr euch sicher wart, konntet ihr es direkt in die Tabelle eintragen. Aber ich zeige euch jetzt mal, was da hätte kommen müssen. So, bei der Gebrüder Stahl und bei der Zimmer AG, bei den benötigten Faltboxen, solltet ihr die Faltboxen ausrechnen. Bei der Gebrüder Stahl, also beim zweiten Ding, war dann 2600 Liter. Ja, das musstet ihr dann durch 50 Liter dividieren, weil in eine Faltbox ja 50 Liter passen. Das heißt, ihr braucht dann da 84 von. Und bei der Zimmer AG waren es ja 2800 Liter, 50 Liter. Und da wären 56 Faltboxen richtig gewesen. Und ja, wir gehen dann noch zu den benötigten Rollgestellen. Ja, die solltet ihr auch berechnen. Das sind dann die 84 durch 16 gewesen. Ja, das heißt, die Firma Gebrüder Stahl braucht 6 Rollgestelle. Und die 56 auch nochmal durch die 16 teilen. Wie bekomme ich jetzt die 16? Ein Rollgestell soll mit maximal 16 Faltboxen beladen werden. Ja, das stand in der Aufgabenstellung. Und da solltet ihr dann 4 rausbekommen haben. Ja, dann musstet ihr eigentlich nur noch alles zusammenzählen. Ja, 8 Faltboxen waren das erste in der Tabelle. Das sind dann insgesamt 18 Faltboxen gewesen, die ihr unten stehen haben musstet. Und bei den Faltboxen, Rollgestelle, sorry, 18 Rollgestelle. Und bei den Faltboxen musstet ihr die 128, die angegeben waren, die 84 und die 56 zusammenziehen und habt dann da 268 Faltboxen. Solltet ihr da rausbekommen haben. Wunderbar. Das musstet ihr jetzt alles berechnen. Und bei der 2.4, genau, 128 Faltboxen. Und genau. Dann solltet ihr bei der 2.4 Punkt 4.1 berechnen Sie für die drei Kommissionieraufträge. Die drei Kommissionieraufträge, siehe Tabelle, für die Lagerzone B noch zusätzlich anzufordernde Rollgestelle und Faltboxen. Ja, jetzt seid ihr einfach hingegangen. Die 268, die wir hier oben ausgerechnet haben, die 268, die es dann insgesamt sind. Ja, 200. Mein Gott, so 268 minus die 143 Faltboxen. Oben stand, dass aktuell 7 Rollgestelle und 143 Faltboxen in der Lagerzone B vorhanden sind. Also müssen wir die 143 Faltboxen da ja abziehen. Das heißt, ich habe 125
Faltboxen, die ich benötige. Und bei den Rollgestellen waren es ja 18, minus 7 waren da. Das heißt, ich brauche 11 Rollgestelle. Wenn ihr sowas ungefähr hattet, wunderbar, dann habt ihr natürlich da Punkte gemacht. Gut, bei der nächsten Aufgabe, der 2.44.2, der Auftrag für Transportabteilung für den 23.04.2024. Da solltet ihr einmal die Transport an Lagerzone angeben. Ja, das wäre die Lagerzone B natürlich gewesen. Dann Lieferung bis spätestens 8 Uhr. Ja, das konntet ihr oben alles entnehmen. Das war bei der 2.4.4 angegeben. Dann, wie viel Rollgestelle? Musstet ihr die 11 Rollgestelle eintragen und für die Faltbox die 125. Ja, sah ungefähr so aus. Ja, die Tabelle. Und da musstet ihr eigentlich nur das übernehmen, was er eigentlich stand. Geschenkte Punkte musstet ihr nur hier übernehmen. Ja, bei der 2.5, da solltet ihr, hattet ihr auch wieder eine Tabelle mit den Lagerzonen A, B, C. Da die Anzahl der Positionen für den Auftrag der Schmidt GmbH 28 für die A der Position, B 46 Positionen, C 52 Positionen. Dann genau, Parallelkoptionierung, dann die Pickzeit, Minute je Position 2 Minuten, 1,5 Minuten und 1 Minute. Und jetzt musstet ihr die Gesamtminuten hier ausrechnen. Oben war es schon gegeben mit 56 Minuten für Lagerzone A. Und Uhrzeitende des Teilauftrages war hier 7:46 Uhr. Und das musstet ihr jetzt einfach nur für Lagerzone B und Lagerzone C auch noch machen. Ja, das heißt, ihr musstet einmal 46. Guck mal, ich mache es wieder hier drauf. 2.5.1. Ja, da musstet ihr jetzt, um diese fehlenden vier Felder zu bestimmen, war ja einmal bei Lagerzone B 46 Positionen waren es, mal 1,5 Minuten pro Position, ja, wären 69 gewesen. Für die Lagerzone C, die Spalte 3, ja, da hattet ihr 52 Positionen mal 1 Minute, ja, ergibt dann 52 Minuten insgesamt. Und jetzt musstet ihr ja da in der dritten Spalte nur gucken, Ende des Teilauftrages. Und dann musstet ihr um 6:30 Uhr habt ihr ja jeweils angefangen. Dann 69 Minuten draufrechnen. Das wäre dann 7:39 Uhr gewesen. Und hier 6:30 Uhr, ja, wieder angefangen. Plus die 52 Minuten kommt ihr hier auf 7:22 Uhr. So, und ihr solltet dann bei der 2, also ihr habt ja hier die Tabelle jetzt ausgefüllt, und dann solltet ihr bei der 2.5.3, solltet ihr schauen, wann der Auftrag dann erfüllt ist. Ja, insgesamt, da müssen wir jetzt ja gucken, wie dauert, wir haben ja Lagerzone A, B und C. So, 69 Minuten dauert bei der B, ist das höchste, die höchste Zeit sozusagen, die am längsten dauert. Ja, deswegen müssen wir ja davon ausgehen, dass der Auftrag ja um 7:39 Uhr fertig ist. Jetzt stand da zur Bereitstellung, also oben in der Aufgabe, für die Zusammenführung der Teilaufträge nach der Kommissionierung und für diese Versandbereitstellung werden insgesamt 5 Minuten angesetzt. Ja, es ist so nur eure Aufgabe gewesen, hier 5 Minuten draufzupacken. Und ihr seid hierbei dann 7 Minuten 44. So, damit seid ihr dann Auftrag fertig. Ich sage es nochmal für euch, wenn ihr irgendwo da oben Fehler gemacht habt und irgendwie eine falsche Zeit habt oder irgendwas falsch ausgerechnet habt, ja, gibt es Folgefehler. Das heißt, immer wenn ihr schön eure Rechenergebnisse bzw. auch Rechnungen aufgeschrieben habt, das nachvollziehbar ist, ihr habt einen Fehler gemacht, habt aber mit den richtigen Werten weitergerechnet, gibt es natürlich einen Punkt Abzug, aber ihr bekommt dann weitere Folgepunkte. Ja, das heißt, ihr werdet dann trotzdem bepunktet. Gut. Dann ging es weiter in Aufgabe 2 hier. Und hier solltet ihr bei der 2.6 einen Grund nennen, warum es notwendig ist, die erhöhte Fehlerquote bei der Kommissionierung wieder deutlich zu reduzieren. Ja, und da ist natürlich klar für die Kunden, fürs Image, damit die weiter bei uns kaufen und nicht dann sich irgendeinen Kunden oder Lieferanten oder Kunden suchen. Dann ja, hohe Retourenkosten
kommen dann ja natürlich, ne, zustande. Das heißt für mich auch hohe Kosten, beziehungsweise auch hohen Platzbedarf beispielsweise. Dann natürlich muss ich dann Nachlieferungen machen. Ja, dann habe ich natürlich auch eine Pflicht gegenüber meinem Kunden. Dann muss ich Nachlieferungen oder genau, Nachlieferungen machen. Da habe ich auch natürlich Kosten von. Und ja, das sind beispielsweise Gründe, die dann bei einer hohen Fehlerquote, bei einer falschen Kommissionierung dann ankommen. Ihr könntet hier auch noch tausend andere nennen, die euch eingefallen sind, die dann irgendwie dann darauf passen, was ein Grund ist. Ja. Genau, was notwendig ist, damit die Fehlerquote beziehungsweise, ja, das sind die Nachteile einer hohen Fehlerquote. Genau, die solltet ihr nennen. Ich habe hier geschrieben, Image, wie gesagt, hohe Retouren, die Kosten, die damit zusammenhängen, und ich muss das ja Ganze dann auch nachliefern oder wieder korrigieren, und dadurch entstehen mir auch Transportkosten, für die ich dann einstehen muss. Ja? Gut, ja, dann gab es wieder, genau, ihr solltet hier Stichprobenkontrolle, ja, für die Kommissionierung sollten ja Stichprobenkontrollen gemacht werden, und ihr solltet jetzt zwei Vorteile dieser Stichprobenkontrolle nennen. Das wäre ja beispielsweise gewesen, dass das die Konzentration der Mitarbeiter hochrechterhält beispielsweise. Ja, es ist eine recht schnelle Umsetzung. Stichprobenkontrolle gehen schnell. Ihr müsst nicht alles nachzählen. Ihr spart Zeit und könnt das dann halt statistisch hochrechnen, beziehungsweise Stichproben nehmen und müsst nicht alles komplett nachgucken. Ja, und es deckt halt die Fehler schnell auf, die ihr eventuell habt. Ja, das wären so zwei Vorteile gewesen. Wie gesagt, wenn ihr da noch was anderes gefunden habt, ist das auch völlig in Ordnung gewesen, wenn es dazu passt. Dann solltet ihr, genau, erläutern Sie, wie sich diese Maßnahmen auf die Kommissionierleistung des Kommissionierteams auswirkt. Und oben war gegeben, um die kurzfristige Fehlerquote zu reduzieren, soll ein Mitglied des Kommissionierteams einen Teil seiner Arbeitszeit nutzen, die Teilaufträge vor der Zusammenführung stichprobenartig zu kontrollieren. Und ja, hier reduziert sich natürlich die Kommissionierleistung, weil er ja stichprobenartig kontrollieren muss in seiner Arbeitszeit. Das heißt, andere Arbeiter müssen mehr Artikel kommissionieren, weil er dann ja sozusagen für die Stichprobe rausgezogen wird. Das heißt, die Kommissionierleistung sinkt wahrscheinlich. Ja, und dann die 2.7. Da musstet ihr ein bisschen zeichnen. Ihr habt gesehen, ihr musstet zweimal schöne Bildchen zeichnen in der Prüfung. Unter anderem die 2.7. Bei der 2.7 solltet ihr Wellpappe zeichnen, siebenlagig. Und das hätte dann so ausgesehen bei der 2.7. Ja, dann hattet ihr dieses tolle Kästchen. Da solltet ihr die Wellpappe drin einzeichnen, siebenlagig. Und wenn ihr ungefähr sowas hier gezeichnet habt, ja, eine Lage, zwei, drei, vier, ist jetzt nicht so schön. Und hier waren die Wellen dann drin. So, das ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr halt so bescheuert zeichnet wie ich. So. So sah der Spaß dann aus. Ja, siebenlagig. Ich habe 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lagen. Ja, dazwischen dann die Wellpappe. Und so wäre das dann aufgebaut gewesen. Und dann solltet ihr bei der 2.7, solltet ihr direkt sagen, okay, diese Wellpappe, wofür ist das gut? Und hier hättet ihr dann hinschreiben können, klar, es macht die ganze Geschichte natürlich viel, viel fester, ja, und stoßempfindlicher, und man kann es auch besser einlagern. Es hat eine gewisse Härte zum Einlagern und einen gewissen Schutz natürlich dann dadurch. Ist eine Art Stoßdämpfung, das heißt, wenn ich da irgendwo gegenfahre mit oder irgendwas fällt dagegen oder irgendwas fällt runter, habe ich natürlich durch die Wellpappe einen schönen Puffer, ja, durch diese wellenförmige Geschichte, durch die mehrlagige Beschichtung, und ich kann da, weiß ich nicht, Erschütterungen, Druck, Stoß oder sonst irgendwas, damit meine Ware schützen. Ja, und damit wären wir schon bei Aufgabe 3. Das war eure letzte Aufgabe, die ihr erfüllen müsstet. Müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen was zeichnen.
Genau. Und Aufgabe 3 gucken wir uns jetzt auch natürlich Gut, genau. Naja, Aufgabe 3 waren insgesamt 31 Punkte, war auch wieder 50 Minuten Bearbeitungszeit. Und es hat hier mit einer Tourenplanung gestartet, ja, von Nürnberg über Frankfurt nach Mainz und wieder zurück nach Nürnberg. Ihr hattet oben hier so ein paar Sachen gegeben. Und ihr solltet jetzt die Minuten aufschreiben, wie viele Minuten die Gesamtzeit dauert. Und hier musstet ihr wieder eine kleine Tabelle ausfüllen. Und genau, Aufgabe 3 oder gesagt 3.1. Und da solltet ihr erstmal, ihr hattet die Entfernung in Kilometer jeweils gegeben. Und solltet dann die Zeit angeben, das heißt Kilometer durch km/h pro Stunde, die ja hier 70 km/h war. Das heißt, ihr habt, genau, Entfernung, die durchschnittliche Geschwindigkeit, das hattet ihr, sorry, und die musstet ihr natürlich durchteilen. Und dann war die erste Strecke, solltet ihr dann 210 Minuten ungefähr haben. Ja, das war der erste Abschnitt. Dann 30 Minuten plus 240 Minuten. Das war erstmal die komplette Tour. Dann hattet ihr für die komplette Tour hattet ihr insgesamt 400 oder solltet ihr 480 Minuten gehabt haben. Und jetzt solltet ihr noch B- und Entladung ausrechnen. B- und Entladung. Entladung. Haben jeweils 15 Minuten gedauert pro Stop. Ja, wir hatten zwei Stops, also konntet ihr hier 30 Minuten hinschreiben. Ja, ich schreibe hier nochmal hin, 2 mal 15 Minuten. Und dann stand hier Lenkzeitunterbrechung. Ja, und Lenkzeitunterbrechung war jetzt auch noch eine kleine Aufgabe, wo ihr ein bisschen was wissen müsstet. Unterbrechung, ich kürze es ab. Sind insgesamt 45 Minuten pro Pause. Ja, die dürfen ja dann einmal Pause machen nach 4,5 Stunden und dann müssen die 45 Minuten Pause machen. Und dann war die große Frage, jo, wie lange dauert die Tour insgesamt? Wenn man das jetzt hier alles zusammengerechnet hat, ne, erste Station, zweite und wieder nach Nürnberg zurück, solltet ihr 555 Minuten rausbekommen haben, das wäre ideal gewesen. So, und dann solltet ihr Ankunftszeit noch in Nürnberg angeben. Das wäre die 3.1.5 gewesen. Ja, da waren wieder viele Kästchen zum Rechnen, die ihr dann entweder gebraucht habt oder nicht. Ja, da gibt es jetzt keinen Punkteabzug. Hauptsache, ihr habt die Tabelle richtig dann ausgefüllt. Und wir wissen ja, um 7 Uhr, ja, stand in der Aufgabenstellung, ging der Spaß hier los. Dann musstet ihr dann die 500, ja, die 555 Minuten sind 9,25 Stunden, ja, das durch 60 teilen und diese 0,25 mal 60 rechnen. Da kamen dann 15 Minuten raus, also 9 Stunden und 45 Minuten sind diese 555 Minuten. Ja, wenn ich 7 Uhr plus 9 Stunden und 15 Minuten berechne, dann komme ich bei 16:15 Uhr dann aus. Also Viertel nach 4 ist der Kollege dann in Nürnberg. Ja, bei der 3.2 solltet ihr eine kleine E-Mail schreiben, sozusagen. Ja, hier war angegeben, nach der Entladung in Frankfurt-Main sollen bei der Woller KG in Mainz 12 € Paletten Rückfracht für die Rückfahrt nach Nürnberg geladen werden. Die Ankunftszeit der Volta KG oder Woller KG planen sie für 11:15 Uhr. Ja, dann musstet ihr hier eigentlich nur die E-Mail ausfüllen bei der 3.2.1. Ja, an warenausgang@wolla.de. Das stand oben drin. Die E-Mail-Adresse, CC oder Blind Copy musstet ihr hier nichts ausfüllen. Dann hättet ihr hier einen Betreff machen können. Ja,
Terminbestätigung, Abholung am 24.04.2024. Ja, und dann habt ihr ein kleines Briefing geschrieben, weiß ich nicht, sehr geehrte Damen und Herren, die 12 EPA-Paletten werden am 24.04.2014 um 11:15 Uhr, stand ja oben alles drin, eintreffen. Unterschrift drunter, euren Namen drunter und die ganze Kiste mit der E-Mail wäre zu Ende gewesen. Also einfach nur abschreiben, was ihr oben für Informationen habt, einsetzen und das wären schöne Punkte gewesen. Dann die 3.2.2. Erläutern Sie, warum es für die Eltron GmbH ökonomisch sinnvoll ist, Rückfracht zu transportieren. Macht ja Sinn. Ja, wir sollen keine Leerfahrten machen, weil die unfassbar teuer sind. Damit würden wir die Leerfahrt wieder zurück vermeiden. Ja, und die Kosten für die Rückfahrt können wir ja dann wunderbar durch den Rücktransport oder Mitnahme ja, der Ware dann gegenfinanzieren. Das heißt, unsere Rückfahrt kostet uns dann ja nichts, weil wir da ja was mit zurücknehmen, dafür Kohle bekommen. Und ja, das wäre dann wirtschaftlich, ökonomisch, ne? Nicht ökologisch, nicht damit vergleichen, ökonomisch dann sinnvoll, das zu machen. Die 3.3 solltet ihr. Genau, für die beförderungssichere Verladung ist die Eltron GmbH verantwortlich. Geben Sie zwei Tätigkeiten an, die der Verlader zur Herstellung der Beförderungssicherheit durchführen muss. Ja, für die Beförderung ist der Verlader dann verantwortlich. Was muss der Verlader machen? Er muss die Ladungssicherung vornehmen. Er muss die Verpackung, er muss die ganze Ware verpacken oder Packstück oder transportbereit machen. Er muss die Ware stauen und muss die Ware kennzeichnen. Je nachdem, wenn es Gefahrgut ist oder die Informationshinweise auf den Packstücken natürlich dann dranbringen. Und das wären die Aufgaben gewesen. Ja, da hättet ihr euch zwei Tätigkeiten dann aufschreiben können und dann hättet ihr ab da volle Punktzahl bekommen. Ja, aufgrund der Eigenschaften Überlänge, Überbreite, unterschiedliche Höhe der Güter, die sich auf den Europaletten befinden, ist eine lückenlose Verstauung nicht möglich. Erläutern Sie eine Möglichkeit, wie die Güter formschlüssig gesichert werden können. Ja, Formschluss könnte er natürlich, reicht er ja nicht immer, weil immer Lücken entstehen. Wenn Lücken entstehen, dann machen wir das natürlich entweder mit Stausäcken, könnte alles vollfüllen, hinten vielleicht ein Ladebalken dran. Dann könnt ihr die Ware auch direkt zurren. Ja, ist ja auch formschlüssig. Das heißt, die Ware und die Ösen werden direkt mit den Zurgurten verbunden. Ja, nichts drüber geschwungen oder sonst irgendwas, das wäre kraftschlüssig. Sondern ihr könnt die auch direkt zurren und Waren dann direkt am Boden festzurren, damit die nicht verrutschen. Oder wie gesagt, ja, Lücken füllen, hinten Keile oder Staubalken oder Balken generell dran. Und dann ist das formschlüssig gesichert. Gut, ja, die 3.3.3 war jetzt, was Do Not Stack heißt. Ja, Do Not Stack, nicht stapeln, die Ware nicht stapeln. So, das wäre jetzt auch ein ganz schneller Punkt gewesen. Dann solltet ihr zwei Kräfte nennen, ja, physikalische Grundlagen wäre hier gefragt gewesen, die bei der Fahrt auf das Ladegut einwirken. Werdet ihr jetzt Reibungskraft nehmen können, Fliehkraft, Massenkraft, Trägheitskraft, von mir aus auch Gewichtskraft, G-Kräfte, ne? Das wäre alles richtig gewesen, hätte zwei von genannt. Wunderbar. Vielleicht zählt auch Bremsvorgänge, Beschleunigung oder sonst irgendwas, ja, die IHK-Prüfer dann noch zählen. Hauptsache, ihr hattet da sowas in der Art fertig. Ja, 3.4, easy Sache. Da habe ich tatsächlich lustige Antworten gesehen heute. Ja, Geografie kam auch ein bisschen dran. Ne? 4.1, 3.4.1, nennen Sie den Kontinent, auf dem Brasilien liegt. Ja, ich habe Afrika, Asien alles gelesen, ist aber alles falsch natürlich. Südamerika. Ja, Brasilien liegt in Südamerika. Dann die 3.4.2. Begründen Sie, welche Verkehrsträger die Eltron GmbH für diesen Transport einsetzen sollte. Vorsicht, ja, hier nicht LKW, weil ihr sollt ja innerhalb von 5 Tagen sowas angeliefert worden sein. Wir kommen schlecht in 5 Tagen ja, nach Südamerika, nach Brasilien, sondern hier wäre natürlich der Luftverkehr. Ja, ich nehme das Flugzeug. Macht das per Luftverkehr, weil es innerhalb von 5 Tagen geliefert werden muss. Ist zwar teurer, aber sonst kriegen wir die Sachen nicht dahin. Schiff wäre auch keine Sache gewesen. Ja, bei der 3.4.3 kamen die Incoterms dieses Jahr dran. Ich weiß, kam
selten bis gar nicht dran bisher. Ich glaube, vor ein paar Jahren kam bei Incoterms dran. Dieses Jahr kamen zwei Fragen über die Incoterms. Die erste Frage war: Geben Sie zwei Regelungen an, die hier dieser internationalen Vereinbarung an. Hier wäre es gewesen, ja, die Incoterms-Regeln den Gefahrenübergang, ja, das heißt, wo das Risiko vom Käufer auf den Verkäufer übergeht. Dann den Kostenübergang, ja, wer was bezahlt von dem kompletten Transport, könnt ihr euch so vorstellen. Versicherungsbestimmungen, wer hier nicht Versicherung, doch Versicherungsbestimmungen, ja, es gibt zwei Incoterms, die auch Versicherung mit abdecken. Das wäre hier die drei Antwortmöglichkeiten gewesen. Kosten, Gefahrenübergänge oder Versicherungsregelungen innerhalb oder während des Transportes. Dann wurde hier vereinbart mit dem Kunden in Brasilien, dass er die gesamten Kosten für die Verladung, Transportversicherung übernimmt. Und ihr solltet jetzt angeben, welchen Incoterm ihr angebt. Das wäre in diesem Falle ex work gewesen, ab Werk. Das heißt, der Kunde muss sich die Ware bei uns oder hier bei der Eltron GmbH abholen und muss den kompletten Transport, Versicherung, Pipapo, muss alles selber bezahlen und organisieren. Und das ist ab Werk und das ist ex works. EXW wäre hier die richtige Antwortmöglichkeit gewesen. Ja, und jetzt kommen wir schon zum Ende der Prüfung. Es waren nur noch zwei Aufgaben. Ihr solltet einmal bei der 3, 4.5 solltet ihr nochmal schauen. Solltet ihr mal zeichnen. Zum Schutz vor Schäden durch Zerbrechen sollen Schachteln mit dem notwendigen Handhabungssymbol gekennzeichnet werden. Ja, das Fragile, also Vorsicht, leicht zerbrechlich oder zerbrechlich solltet ihr hier aufmalen. Und da musstet ihr hier einfach nur ein kleines Weinglas malen. Ne? Zack, zack, zack. So, egal wie ihr das dann gemalt habt. So sieht es dann aus. Ja, das ist Vorsicht zerbrechlich. Und bei der 3.4.6 solltet ihr zum zusätzlichen Schutz vor Schäden sollen die Schachteln mit Stoßindikatoren ausgerüstet werden. Beschreiben Sie die Funktionsweise von Stoßindikatoren. Und Stoßindikatoren sind so kleine Plättchen, beziehungsweise die da drin sind, bei Erschütterung oder bei Druck oder wenn es runterfällt, färbt sich dieser Indikator und ich sehe von außen, ob die Ware irgendwie hingefallen ist, erschüttert wurde, ob da jemand gegengefahren ist und das kann ich an diesen Stoßindikatoren dann sehen. Wenn die sich verfärben, weiß ich, dass die Kiste wohl irgendwann mal runtergefallen ist oder dass da einer gegengefahren ist. So, das war die Prüfung. Ihr musstet hier unten nicht ankreuzen, konntet ihr Prüfungszeit, ob ihr damit einverstanden wart. Das müsst ihr jetzt nicht ausfüllen, konntet ihr ausfüllen für die IHK. Ansonsten ist das die Prüfung gewesen. Ihr konntet insgesamt 100 Punkte sammeln. Ich denke, auch das, was ich jetzt von meinen Schülern oder bei den Prüflingen jetzt diese heute gehört habe, war die Prüfung, glaube ich, ganz okay, die LGP-Prüfung. Man konnte genug Punkte sammeln. Ihr müsst insgesamt 50 Punkte gesammelt haben. Ich glaube, das war hier möglich oder ganz gut möglich. Wie gesagt, die Lösungen, die ich jetzt hier vorgetragen habe oder meine Lösungen hier, können natürlich dann auch abweichen, dass ihr, habe ich ja immer gesagt, natürlich andere Antwortmöglichkeiten noch geben könnt. Das gibt natürlich auch Punkte. Wenn ihr euch verrechnet habt, ist es nicht schlimm. Es gibt Folgefehler. Das heißt, dann ist nicht alles falsch. Und wenn ihr irgendwie was gerechnet habt und es ist ungefähr irgendwie ein bisschen noch richtig, ja, könnt ihr natürlich da auch noch Punkte bekommen. Ansonsten, lasse ich euch alleine mit den Ergebnissen. Ihr könnt schon mal ein bisschen kontrollieren. Die nächsten Tage kommen dann natürlich auch meine Lösungsvorschläge für WISO und BGB. Und das gleiche auch nochmal für die Fachlageristen. Das dazu. Ihr könnt gerne schon mal reingucken hier und schauen, wie gut ihr das hier erfüllt habt oder auch nicht. Oder ihr habt das viel zu viel Stress für euch. Ihr wollt das gar nicht wissen. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann wartet die Ergebnisse ab. Ansonsten für die, die schon mal wissen wollen, hier meine Ergebnisse. Ansonsten viel Erfolg morgen. Und für die weitere Prüfung natürlich auch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens die Tage, wenn die anderen Ergebnisse kommen. Macht's gut und viel Erfolg weiterhin in der Prüfungsphase für euch.